So, dann würde ich sagen, probieren wir nochmal unser Glück mit Hour of Devastation. Letztens war ich schon ganz okay, aber halt noch keine Expedition. Und auf die Expeditions hab ich's abgesehen. Es ist unwahrscheinlich, dass man Expeditions in so einem Random Booster einfach irgendwo mal mitzieht, was man sich einfach random irgendwo geholt hat. Das ist mir bewusst. Aber ist mir auch egal. Dementsprechend, meh, ich kann mich nicht beschweren. Spruchweber verewigte 2-Mana-2-1 mit Bravour. Also, wie heißt das in Englisch? Prowse. Und Pestilenz 2. Trotzender Kena 2-Mana-2-2. Aaskreischer 4-Mana-3-1 fliegend. Ungebrochener Lebenswille 1-Mana-Spontanzauber. Man hält 4 Leben. Falls eine Kreatur in diesem Zug gestorben ist, kriegt man stattdessen 8 Lebenspunkte dazu. Mumienanführer, 2-Mana-2-2. Immer wenn ein anderer Zombie unter eurer Kontrolle ins Spiel kommt, kriegt der +1/+1, bis man es zu ist. Kena-Schläger, 3-Mana-2-3 Bedrohung. Bedrohlich. Oh, schöner Schakal. Und wenn er angreift, kann man ihn erschöpfen. Und wenn man es tut, kriegt er +2/+0 bis zum Ende des Zuges. Eine erschöpfte Kreatur enttappt nicht während des nächsten Enttapp-Segments. Rückruf. Einmal eine Spontanzauber bringt eine Kreatur zurück auf die Hand des Besitzers. Urig alte Karte. Heldentat. Spontanzauber. Enttappe eine Kreatur in der Wahl. Sie hält +2/+2 bis zum Ende des Zuges und kann eine zusätzliche Kreatur blocken. Feuer eröffnen. Goll. 3-Mana Spontanzauber fügt eine Kreatur am Spieler 3 Schaden zu. Naja. Was ist das denn? Anheimfallen für 2-Mana bringt eine bleibende Karte, die kein Land ist, auf die Hand des Besitzers zurück. Oder Vergessenheit mit Nachhall, das heißt, man kann sie aus dem Friedhof casten. Und ein Gegner eurer Wahl wirft 2 Karten ab. Okay. Schicksalsdämmerung. 3-Mana bestimme 1. Ein Gegner eurer Wahl schickt eine Kreatur, die ihr kontrolliert, ins Exil. Das ist nicht schlecht. Oder ein Gegner eurer Wahl zeigt die Karten aus seiner Hand offen vor, ihr bestimmt eine Karte davon, die kein Land ist und schickt diese Karte. Beides nicht schlecht. Keine schlechte Karte. Visier der Gesalbten. Visier der Gesalbten kostet 4-Mana 2-4. Wenn er ins Spielquell kommt, kann man eine Kreaturenkarte durchsuchen mit Verewigen oder Einbalsamierung und sie in den Friedhof legen. Und dann ins Bibliothek mischen. Und immer wenn man diese Verewigen oder Einbalsamierungsfähigkeit aktiviert, zieht man eine Karte. Oh Gott, nicht du. 3-Mana 2-2, der Herrscher des Rudels, hält +1/+1 für jede andere Katze, die man kontrolliert, wird ein weißes Mana tappen, erschöpft von denen und kriegt 2-1-1 Katzen mit Lifelink. Das ist, glaube ich, die schlechteste Karte in einem der schlechtesten Sets in der letzten Zeit. Das ist ein Wald. Voll Rare. Wir haben eine andere Rare. Und auch diese ist gedamaged. Ich weiß nicht, ob ich das eingefangen kriege. Hier oben in der Ecke ist die kaputt. Aha. Und die ist curled. Gute Qualität, wie gesagt. Gute Qualität. Was macht der denn? 3-Mana 2-1. Wenn er ins Spielfeld kommt, zieht man so viele Karten, wie seine Stärke ist. Und wenn man das macht, wirft man 2 Karten ab. Und man kann ihn verewigen. Für 7 Mana kann man diese Karte aus dem Friedhof ins Exil schicken und 4-4 Token davon kreieren. Okay. Ja. Ist leider destroyed. Danke, Wizard. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt's ihr. Ciao, ciao.